Es geht hier um die sächlichen Verwaltungsaufgaben für Vielfalt, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Verzeihung, und gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor Diskriminierung. Auch ein sehr, sehr fragwürdiger Titel. Sachliche Verwaltungsaufgaben und so weiter. Wir sind der Meinung, Implementierung von flächendeckenden Beratungsangeboten zur allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sind nicht notwendig, weil das Recht vor Gesetz oder vor Gericht, besser gesagt, unter Zuhilfenahme von Rechtsanwälten durchgesetzt werden kann. Zudem sind wir der Meinung, dass die Integration nachrangig ist vor der verstärkten Abschiebung. Das wird ja auch von der Bundesregierung jetzt nach vorn getragen, nachdem die AfD Druck gemacht hat. Kein Bedarf an einer Institutionsgründung im Hinblick auf die gelingende Integration. Die Ausgaben für Sonstiges können somit auch entfallen. Und aus diesem Grunde kürzen wir. Wir lassen allerdings die Fortbildung ruhig stehen und auch die Fachtage Arbeitsmarktintegration, das lassen wir drin. Das heißt, wir kürzen um 1.560.000. Und damit wende ich diesen Antrag. Dankeschön. Gibt es hierzu Wort?